Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute verbauen wir von Odessa CNC das Lenkwinkelkit für E46, was einfach da so zwischen gezimmert wird. Aber um damit anzufangen, muss ich als allererstes die Spurstangen bearbeiten. Und zwar ganz einfach. Wir schrauben den hier komplett einmal raus. So. Der entfällt. Hier müssen wir jetzt 1,5 cm wegflexen. Hier müssen wir auch 1,5 cm wegflexen. Damit das halt alles passt, weil es kommt halt jetzt viel weiter rein. Also da fehlt dann ja, weil ihr müsst euch überlegen, ich glaube, so rum irgendwie ungefähr wird das eingebaut. Und ihr habt dann halt hier diese Stelle, da kommt die Koppelstange ran. Koppelstange, Digga, was laber ich? Die Spurstange, der Spurstangenkopf. So, heißt, hier habt ihr ja auch viel mehr Platz dann, ne? Und das Ding ist ja auch wirklich dafür zuständig, dass ihr echt viel weiter einlenken könnt. Deswegen werden wir das als erstes jetzt erstmal wegflexen, vorher anzeichnen und hoffen, dass es passt. Und weil ich weiß, dass bei mir vorne rechts der Spurstangenkopf sich nicht lösen lässt, ich habe hier nämlich auch noch einen Spurstangenkopf liegen von vor 1,5 Jahren. Digga, was ein Lager. Ja, den habe ich nicht lose bekommen. Deswegen finde ich das, denke ich mal, einfacher, den da zu lösen, direkt die Spurstange komplett zu entfernen. Einfach neu gekauft, Autodoc regelt. Pro Spurstange 43 Euro, also was will man sagen? Also ganz ehrlich, ist Meile, ist top. Da zerflexen wir jetzt erstmal. Aber erstmal anzeichnen. Heute wird hier auch mal wieder höchst professionell gearbeitet mit der Kamera auf dem Kopf. So, wir haben hier einen Lackstift. So soll es sein. 1,5 Zentimeter sind, ach, Digga, kommt auch auf den Millimeter nicht an, sind einmal dort und einmal dort. So, das flexen wir nun mal weg. Die Sonne blendet gar nicht in meine Fresse. Oh. Junge, die Sonne bumst mir voll in die Fresse. Eine haben wir, die andere haben wir auch. Ah, oh, Junge, ich kann echt nichts sehen. Mich brauchst du hier nicht verarschen. Mit mir geht das nicht. Ja. Nicht mit mich. Und so, einmal eine kleine Info für euch alle, ne, falls ihr das auch nachbauen solltet. Das da, das ist ein 34er, da brauche ich einen 34er Schlüssel für. Ich habe hier einen 32er Schlüssel, das ist das Größte, aber habt ihr jetzt einen 34er von gemacht. So, wollen wir mal gucken, ob ich da jetzt nicht zu viel abkriege. Oh, der, das ist die heiße Seite. Aua. Also, ein bisschen Spiel hat er. Oh mein Gott, bin ich geil, Digga. Oh, kannst du keinen erzählen. Die hier einmal wieder raus. Hier sieht man das jetzt auch gut. Hier habe ich halt abgeflext, beide Seiten. 1,5 cm. So wie es im Bilderbuch steht. Die flutscht da so durch. Jetzt kommen hier die Cops. Perfekt. Also jetzt braucht ihr den E46L für links und dreht den um. Also der kommt so rum da rein. Und bis hinten müsst ihr jetzt als erstes die Schraube durchstecken. Und dann
kommt der hier drauf. So, und dann kommt die hier wieder fest. So, also meine lieben Freunde, das habe ich jetzt alles reingeknallt. Die Schraube müsst ihr als erstes durchstecken, dann den Querlenker festschrauben, dann da festschrauben, dann hier festschrauben und dann da festschrauben, weil diese Schraube hier oben, die ist hier unten. So, die bekommt ihr sonst später nicht mehr rein. Man sieht jetzt auch so ein bisschen, da ist schon ein bisschen was dazugekommen, so an Lenkwinkel. Ich knall jetzt den Reifen drauf. Mach die andere Seite und dann sehen wir uns gleich, wenn alles fertig ist. Wird ein ganz entspanntes, kurzes Video, ist nicht viel zu machen. Was aber halt demnächst dann gemacht werden muss, ist ganz einfach Spurenstellung. So, ich habe jetzt alles fertig, bin auch echt übelst kaputt, weil es verdammt warm ist. Guck mal, hier haben wir jetzt auf jeden Fall mehr Sturz am Start. Sieht richtig geil aus. Spur ist noch nicht eingestellt. Also da muss noch wirklich einiges gemacht werden. Ne? Hier auch. Ey, ich zeige euch das einmal kurz, wie das aussieht, wenn ich das einlenke. Also es ist schon ein bisschen Unterschied. Es ist halt ein kleines Lenkwinkel-Kit. Also es ist jetzt komplett kein Querlenker-Lenkwinkel-Kit, sondern einfach nur diese Adapterplatte von Odessa. Aber Digga, bitte. Junge, erzähl mir keinen. Das wird auf jeden Fall ein ganz anderes Feeling sein beim Drifty. Das sieht auch echt schon... Ja doch, sonst war der hier. Doch, das ist schon ordentlich was dazu gekommen ist. Junge, die Tröte macht Sound, ne? Alter, meiner, ich bin hier der most hated Nachbar, glaube ich, ne? Das kannst du dir wieder nicht ausdenken. Das nützt dir alles nichts. Digga, auch andere Seite. So geisteskrank. Richtig sexy. So, wenn ich jetzt ausmache, dann trötet der von nach, glaube ich. Es klingt einfach schon echt verdammt krass. So, das war's auf jeden Fall wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr das ganze Projekt hier so findet, den Kompakt einfach richtig wild zu machen. Ich bin jetzt halt auch noch... Okay, das wird alles noch ein bisschen dauern, aber in Zukunft, im Laufe dieses Jahres, ja, Turbo, Folie, vielleicht ein ganzes Livery, also so Digitaldruck. Lasse ich alles. Das kommt weg. Hier kommt eine Bashbar vor, dass ich den vorne auch anheben kann. Und ja, Digga, das ist schon eine Hausnummer. Ja, als nächstes müsste bald endlich die Flyoff und der Short-Shifter von Odessa kommen. Da wird es auch ein Video zu geben, wie das Ganze eingebaut wird und inline die Bremsleitung verlegt wird. Also ich gehe auf die bereits vorhandenen Bremssättel, weil ja für die ersten paar Events jetzt extra Standalone da zu bauen, ist mir way too much. Auch viel zu viel Geld. Das kriege ich ja so in der nächsten Zeit gar nicht raus wieder mit der ganzen Scheiße, die ich hier mache. Ja, alles klar. Odessa CNC. Checkt den auf jeden Fall ab, wenn ihr auch auf Drift-Events gehen wollt. Es ist halt echt nicht straßenverkehrszugelassen. Also geht damit dann auch wirklich nur noch auf die Rennstrecke. Günstig, Top-Qualität und es gibt euch wirklich das, was ihr braucht. Also bis zum nächsten Video, meine Freunde. Wiedersehen und tschüss gehaut.